meine erste Fahrstunde für den LKW-Führerschein. Nein, Quatsch. Wir sind auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf und ich sitze tatsächlich in einem Reisemobil, auch wenn man es auf den ersten Blick gar nicht denken würde, oder? Ich hätte jetzt definitiv, also natürlich, wir haben ja schon den Rest gesehen, genau. Aber so auf den ersten Blick ist natürlich ein Fahrerhaus von einem Iveco. Ja. Ja, das ist ziemlich spannend, was hier passiert. Ja. Wir gehen mal raus. Du kannst mich gerne mal filmen, wie ich jetzt hier aussteige, weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Beziehungsweise hoch, ziemlich, ne? Hoch, ja. Jetzt muss ich aber erstmal schauen, wie ich die Tür überhaupt wieder aufkriege. Ich glaube, hier, ja, oder? Kann das sein? Oder U? Ja. Nach oben ziehen. So, jetzt haben wir hier auch mal ein bisschen mehr Licht. Und ich weiß nicht, sieht man das? Oder willst du es auf deiner Seite vielleicht mal zeigen? Man sieht, glaube ich, gleich, wenn ich runtergehe. Genau, das ist schon, da muss man schon die Leiter runterkrabbeln. Ich glaube, ich muss dir die Kamera dann auch abnehmen, oder? Das geht. Das geht? Okay, dann kannst du erst mal zeigen, wie ich hier jetzt runterkomme. Gut, dass ich eine Hose unter dem Kleid anhabe. Fällt mir gerade so auf. So, hier sind wir. Also es ist ganz schön weit unten auf jeden Fall. Jan, sollen wir zu dir kommen auf die Seite? Okay, wir gehen mal außen rum. Hier neben mir steht... Rolf Engelsberg von Kaschmir Overländer. Okay, du bist der Geschäftsführer, Inhaber? Ja, genau, ich bin der Geschäftsführer. Und gleichzeitig Inhaber? Und einer der beiden Inhaber. Okay, verstehe. So, jetzt sieht man auch mal die Gänze hier von diesem Iveco. Was ist denn das jetzt für ein Modell? Das ist ein Eurocargo von Iveco, 4x4, 15 Tonnen, 280 PS. Ja, damit kommt man schon ordentlich voran, oder? Genau. Auch mit jedes Gelände vor allem auch, oder? Wenn man sich mal die Reifen hier so anschaut. Mit den großen Rädern, den 14er Rädern, die sind natürlich ideal für Gelände geeignet. Also ich glaube, wenn man hier in Halle 16 ist, an dem Ding kommt man nicht vorbei, oder? Wie sieht das aus? Also ja, ohne mal kurz hinzugucken. Wir werden sehr gut besucht hier. Ja, das denke ich mir. 100% off, was hat es damit auf sich? Ja, das heißt eben 100% Offroad-Tauglichkeit. Aha. Okay. Also der Iveco als Basisfahrzeug ist sehr geländegängig, sehr hochgeländegängig. Und jetzt habt ihr hier hinten so eine Wohnkabine quasi mit drauf, oder? Genau, hier ist also eine Wohnkabine mit 5,50 Meter Länge drauf. In Summe sind wir hier bei 3,75 Meter Höhe und innen haben wir auch noch eine Stehhöhe von 2,10 Meter. Was mich natürlich jetzt auch interessiert, kann ich da oben auch noch drauf? Also man könnte da draufsteigen, aber eigentlich ist das jetzt nicht dafür gedacht, dass man da große Lasten hinpackt. Okay. Das ist hier ein Astabweiser, damit man Äste zur Seite macht. Also kein Geländer. Genau. Okay, verstehe. Was sehen wir denn hier außenrum ums Fahrzeug denn alles so? Also Tank nehme ich an. Genau, hier haben wir im Prinzip die Abgasaufbereitungsanlage jetzt bei modernen Fahrzeugen. Batterie, Druckkessel. Und Tanks haben wir beidseitig, das heißt auf jeder Seite haben wir hier 200 Liter Diesel zur Verfügung. Ja, da komme ich schon ordentlich komme ich schon ordentlich voran, oder? Genau, da hat man schon etwas Reserven dann. Cool. Bevor wir weitermachen, ich möchte euch gerne daran erinnern, falls ihr es nicht getan habt, bitte abonniert German Television, damit wir weiter solche großen Trucks auch filmen dürfen. Und es kostet euch keinen Cent, also bitte drückt auf die Abo-Taste. So, was haben wir denn noch hier auf der Seite? Ja, ansonsten eben große Staukisten. Wir haben hinten, kann es mal aufmachen. Ja, hier ist jetzt zum Beispiel ein Aggregat untergebracht. Bei diesem Fahrzeug haben wir sehr viel Solar. Das heißt, wir haben hier 1800 Watt Solar, speisen die Energie hauptsächlich aus Solarenergie. Weiter laden wir vom Fahrzeug während der Fahrt. Aber für den Fall, dass eben jetzt wenig Sonnenenergie zur Verfügung steht, kann man eben auch noch mit einem Generator dann Strom erzeugen. Okay. Das heißt, ich kann in Marokko 3 Wochen stehen? Nee. Ja, auf jeden Fall. Echt? 3 Wochen? Ja. Ohne irgendwie... Das war jetzt eigentlich ein Scherz. Da scheint aber auch viel Sonne, muss man das so sagen. Genau. Okay, ja, alles klar. Aber das ist ja richtig krass. Wie viel, ich meine, kommt man dann auch mit Wasser hin? Genau, 3 Wochen, das würde mit dem Wasser, wenn man sparsam ist, mit 350 Litern noch so gerade ausgehen. Ja, okay, 350 Liter ist aber auch schon Wort, ne? Aber Wasser und Lebensmittel ist ja das, was sonst limitiert. Also wahrscheinlich habt ihr hauptsächlich Leute, die so auf Expeditionsmobile stehen und die halt mal auf Abwege sozusagen wollen, oder? Genau, also Leute, die gerne auch mal Offroad fahren, die gerne LKW fahren mit der hohen Sitzposition. Und die eben Langzeitreisen machen. Ne? Mhm.
Das heißt, nicht unbedingt viel am Tag fahren, aber eben lange Zeit damit unterwegs sind und darin mehr oder weniger wohnen. Wir werden es ja dann später noch von innen sehen, aber ich denke auch, dass ihr einen gewissen Wert auf Komfort gelegt habt, oder? Gerade wenn man dann lange unterwegs ist, nicht nur ein Wochenende mal. Ja. Ja, wir haben die Philosophie, also daher stammt auch der Name Kaschmir. Mhm. Das steht ja für diese karge Bergregion. Ich dachte für den Stoff. Gleichzeitig eben für den Stoff oder für die feine Wolle. Mhm. Und so ist es hier. Wir haben eben das Fahrzeug für die grobe Umgebung, 4x4, für den rauen Einsatz. Und gleichzeitig im Innenraum eine komfortabel ausgestattete Kabine. Wie lange gibt es euch denn schon, Kaschmir? Unsere Firma selbst gibt es 30 Jahre. Diesen Firmenzweig Kaschmir-Overlander machen wir seit 2 Jahren. Ah, okay. Habt ihr denn da noch andere Expeditionsmobile? Oder ist es jetzt aktuell der Fahrzeug im Aufbau, aber das Vorführfahrzeug hier ist aktuell das, was man sich ansehen kann. Und ist dieses Fahrzeug jetzt schon verkauft oder ist es überhaupt zum Verkauf? Es waren schon Anfragen da, aber wir verkaufen es nicht, weil wir es ja auf Messen ausstellen. So ist es. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht in 2 Tagen gebaut, sowas, oder? Genau, da braucht man schon 15 Monate circa, okay. Wenn man das Basisfahrzeug mitrechnet, das muss ja auch beschafft werden. Mhm. Und von daher können wir es so nicht verkaufen, weil wir es selber nutzen. Ja. Wie ist denn das, wenn jetzt jemand einen LKW hat und vielleicht mal nicht so ein Tüftler ist und sagt, ich will trotzdem so ein Expeditionsmobil? Sagt ihr, wir machen das auch auf ein Fahrzeug, das vielleicht schon vorhanden ist beim Käufer? Also im Normalfall ist es so, dass wir eben auf einem neuen Fahrzeug komplett liefern. Weil wir brauchen auch Zeichnungen vom Fahrzeug, wir passen das ja alles aufeinander an. Wir bauen ja den Hilfsrahmen als Adaption zwischen Fahrzeug und Kabine. Mhm. Es gibt diverse Öffnungen, die man gebraucht, eben für Heizung, für Klimaanlagen und so weiter, sodass wir das aufeinander abstimmen müssen. Von daher machen wir es idealerweise auf neuen Fahrzeugen, in Ausnahmefällen auch auf anderen Fahrzeugen, okay. Wenn uns die Daten bekannt sind. Verstehe. Also natürlich, ihr wollt dann auch ein tolles Produkt liefern. Genau, und, genau. Ja, klar. Okay, genau. Habe ich verstanden. Das so. Fahrzeug selbst muss ja dann auch noch etwas geändert werden. Mhm. Es müssen Sachen versetzt werden, zusätzliche Tanks angebaut werden und so weiter. Was muss denn dann am Basisfahrzeug noch alles verändert werden? Jetzt hast du es gerade ganz kurz angerissen, aber fass es nochmal zusammen. Das hängt jetzt ganz davon ab, ne, wo was hin soll. Wir brauchen ja Platz zum Beispiel für eine Treppe auf der anderen Seite. Ja. Wir brauchen Platz für Tanks, dann werden oft Druckluftkessel in den Mittelbereich des Rahmens gelegt. Okay. Für was bräuchte die? Die Druckluft braucht das Fahrzeug zum Bremsen und so weiter. Die werden dann oft verlegt. Das heißt, das wird ein bisschen aufgeräumt. Okay. Dann werden zusätzliche Tanks eingebaut, damit ich die Reichweite habe. Mhm. Und eben Staukästen. Und natürlich auch Wasser, hier, ne? Das ist ja auch nicht vorhanden. Wasser ist hier. Wassertank. Ne? Wasser ist hier hinten drin. In der Kabine. Und eben zusätzliche Staukästen, die wir hier jetzt sehen. Verstehe. Jeanne, hast du schon den Wasserkanister gezeigt? Nee. Das können wir von der anderen Seite vielleicht am besten sehen. Ja, weil da ist gerne. Wir gehen mal weiter rum, genau. Hier hinten sehen wir noch ist das eine Anhängerkupplung? Oder was soll das sein? Hier ist noch eine Anhängerkupplung verbaut, okay. Ja. Nee, ja, eine ganz kleine, ne? Für so einen Trolley. Nee, ja, das, man könnte einen Allradanhänger, einen großen anhängen, aber das ist eigentlich nur so, weil das bei der Fahrzeugkonfiguration schon so dabei war. Mhm. Wegen der Lieferzeit haben wir es gelassen, man könnte es auch abbauen. Okay. Und das ist jetzt für was gedacht? Ich bin das ganz unwissend. Das ist der Unfallschutz hier. Das heißt, der wird bei Geländefahrt weggeklappt, aha, damit ich entsprechend größere Winkel bekomme. Mhm. Okay. Ich glaube, wir gehen mal auf die andere Seite. Da gibt es nämlich auch noch was zu sehen. Und hier siehst du auch besser den etwas kleinen Kanister. Nein, hier sind 350 Liter, richtig? Hier sind 350 Liter Wasser. Das Wasser wird bei uns sowohl beim Befüllen gefiltert. Das ist der Filter, der oben zu sehen ist. Das ist ja auch extrem wichtig, oder? Also gerade genau, wenn man dann in Ländern unterwegs ist, wo das Leitungswasser kein Trinkwasser ist, ne? Genau, hiermit kann man also Oberflächenwasser, Flusswasser entsprechend einbringen in den Tank. Es sind also 3 Filter da, einmal ein Sedimentfilter, Kohlefilter und nochmal ein Keramikfilter mit 0,3 Mikrometer. Da kann man sagen, da werden so 99,99% der Viren und Bakterien entsprechend ausgefiltert. Okay. Das heißt, ist es dann schon Trinkwasserqualität? Das ist dann Qualität, die man trinken kann. Also ich kenne jetzt keinen, der dann bei so einer Aufbereitung da Probleme hat. Aha. Im Zweifelsfall kann man auch immer noch einen UV-Filter
Licht dazusetzen. Okay. Dann ist man also 1000%ig sicher, genau, dass man das Wasser bedenkenlos trinken kann. Verstehe. Ich muss ganz kurz fragen, weil du hast gesagt, Flusswasser und Oberflächenwasser, aber das kommt dann immer noch aus irgendeinem Wasserhahn von irgendwo oder kann man das auch selbst befüllen? Das kann man direkt aus dem Fluss zum Beispiel entnehmen. Da würde man eine Pumpe dann nehmen. Okay. Ne? Stimmt, ja, gute genau. Frage. Ja. Wie kriegt man das überhaupt da rein? Ja? Genau, im Prinzip ist man dann ja wasserunabhängig, wenn man es so sieht. Ja. Das also ist man, ja eben das Krasse. Ja. Man kann eine 220-Volt-Pumpe, wir haben ja 220 Volt hier an Bord, kann man also nehmen, kann das direkt am Wasser dann abpumpen und hier auffüllen. Ich finde es so krass, wie bescheiden du bist. Also du erzählst es so, als wäre es das Normalste der Welt. Ja, man kann dann halt Flusswasser nehmen und dann kann man das trinken, weil wir haben ja so eine Anlage hier drin und so weiter. Also das ist ja nicht mal eben so gemacht, oder? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um das so alles zu entwickeln, sage ich mal? Ja, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren. Ich habe allerdings vorher auch privat Fahrzeuge ausgebaut für mich. Und also schon so ein kleiner Tüftler, genau, oder? Von daher schon Erfahrung in dieser Sache. Okay, verstehe. Und man ist auch ja den ganzen Tag hier, berichtet man darüber, also geht es dann schon so in Fleisch und Blut über. Ja, und ich glaube, irgendwann ist es dann halt auch so für einen selber vielleicht nichts mehr Besonderes. Aber ich denke, genau. Die Leute, die stauen hier auf jeden Fall. Haben wir hier denn auch nochmal Stauraum? Hier ist auch Stauraum, da ist aber jetzt nur Werkzeug und Messezubehör sozusagen. Okay, also ungefähr dieselbe Größe wie auf der anderen Seite. Ja, genau, die gleiche Größe. Was sind das hier jetzt? Was ist das für eine kleine Box noch? Oder ist auch einfach nur ein Stauraum? Ja, das ist ein kleiner Stauraum. Ich kann es mal aufschließen. Ein kleiner Stauraum, wahrscheinlich nur so 5 cm groß. Mal gucken. Frage, ob man es rausziehen kann. Ja, okay. Was man hier sieht, hier ist nochmal eine Tankumschaltung drin. Das heißt, hier ist eine manuelle Tankumschaltung, wo zwischen diesen beiden Tanks umgeschaltet wird. Okay. Habe ich verstanden. Wie viel verbraucht denn eigentlich so ein LKW im Durchschnitt? Weil ich denke mal, die verbrauchen schon ein bisschen mehr. Ja. Gut, es gibt ja viele Wohnmobile, die auch auf zum Beispiel Iveco-Basis jetzt aufgebaut sind. Was schätzt du denn? Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Ungefähr. Vor allem mit den Reifen, denke ich mal, verbraucht er vielleicht sogar noch mehr. Schätz mal was. Ich wüsste auch nicht. Aus, 20 Liter. Ich hätte jetzt auch so 20 gesagt. Mehr? Fast getroffen. Also der Bordcomputer zeigt 23,7 oder sowas über die letzten 10.000 Kilometer an. Aber wie du, schon was drin. Aber wie du ja gesagt hast, es ist ja eigentlich eher, man fährt jetzt nicht jeden Tag vielleicht, man bleibt dann auch mal irgendwo stehen. Nee, genau. Natürlich, klar, wenn man jetzt irgendwo hin will, erstmal ins ferne Ausland, dann verbraucht er schon einiges. Aber wir haben ja hier auch einiges drin, oder? Ja, genau. Ja. Also wenn man Tagesetappen erstmal zur Anfahrt, da ist man dann schon länger mal unterwegs, aber ansonsten macht man eigentlich kleinere Etappen, wenn man Langzeitreisen macht. Da könnte ich mir schon vorstellen, da fährt man ganz gern zum Tanken auch mal in ein anderes Land. Wenn man so viel Liter dann, wenn man so viel Liter tankt, dann lohnt sich schon, also mal irgendwo anders hinzufahren zum Tanken. Und da überlegt man sich dreimal, ob die 2 Cent jetzt was ausmachen oder nicht. Das stimmt. Oder Jean? Ja, definitiv. Gut, wir wollen uns das Ganze mal von innen anschauen. Oder hast du noch eine Frage? Ich habe noch ganz kurz gefragt, kann man das Fahrerhaus draufsteigen oder ist das für Gepäck? Das Fahrerhaus kann man hier jetzt nicht draufsteigen, ist keine Leiter angebracht. Man könnte noch leichtes Gepäck unterbringen. Ja, das ist ein Astschutz da oben. Ich habe auch erst gedacht, es wäre so eine Art Geländer. Ich habe mir nämlich auch schon die Frage gestellt. Tropendach, also man kann noch, wenn man ein Blech drüber aufbringt, dann hat man diesen Tropendach-Effekt. Ne? Ja. Jan, ich weiß nicht, ob du schon gezeigt hast, aber zeig doch bitte noch mal die Treppe da vorne. Also wie hoch das ist. Ich kann mich jetzt auch noch mal neben dran stellen. Also da kann ich schon echt einiges mitmachen. Und die ist fest jetzt, die Treppe. Ist das manchmal ein Problem dann? Also, dass man die, ja, die ist die nicht fest. Das ist nicht fest? Der Trick. Nein, ich zeig's mal. Also die geht dann von selber. Ah, okay, also bei größerem Widerstand. Okay. Genau. Verstanden. Da vorne ist ja auch noch eine Treppe. Wofür werden das jetzt? Das ist jetzt nur, wenn man hier sauber macht. Ja. Okay. Das kann man auch einklappen. Das ist interessant. Gut, also es ist auf jeden Fall sehr durchdacht und das Fahrzeug ist gut geschützt durch den Astschutz. Jetzt bin ich echt gespannt, ich will mal reinschauen. Jean, du hast wieder was entdeckt. Ja, ich wollte noch gerade, was ist das? Das hier ist, um das Fahrerhaus zu kippen, wenn man an den Motor gelangen möchte. Und das hier ist eine Dieselfilterung, ja, damit man auch schlechtere Dieselqualitäten hier fahren kann. Was ist denn jetzt, wenn ich mich nicht so gut mit dem Fahrzeug oder mit Technik und so weiter auskenne und ich bin irgendwo, kann man euch dann erreichen? Habt ihr so eine Art Kundendienst oder so? Ja, uns kann man dann erreichen. Ne? Also wir stehen da auch bereit zur Verfügung. Wir vermitteln dann auch
Partnerfirmen, die zum Beispiel für solche technischen Sachen zuständig sind, die auch Anpassungen machen können an der Elektronik, wenn man jetzt außerhalb der EU fährt und kein AdBlue zur Verfügung hat. Okay. Dann muss man da entsprechende Anpassungen vornehmen. Alles klar. Wir haben gelernt, AdBlue ist kein extra Treibstoff, sondern es muss im Diesel hinzugegeben werden. Also wer das noch nicht wusste, ist das richtig? Oder habe ich was falsch gesagt? Ja, es wird eigentlich dem Abgas hinzugegeben zur Abgasreinigung. Okay, falsch. Und ja, das ist ja für die Euro 5, Euro 6 Fahrzeuge in der Regel notwendig. Ja. Aber wenn man jetzt in Ländern ist, wo es das nicht gibt, dann gibt es halt die Möglichkeit, das entsprechend umzuprogrammieren, ist aber natürlich hier in der EU nicht erlaubt. Okay, gut. Wir gehen mal rein. Es gibt schon ein paar Leute, die sich auch dafür interessieren. Deswegen schnell rein, bevor wieder alles besetzt ist hier. Und es ist im Innenraum auf jeden Fall hell, hell ohne Ende. John, du wirst es gleich sehen. Alles sehr clean und vor allem super zu reinigen. Irgendwie mit der glänzenden Decke sieht es fast aus, als wäre es 2,50 Meter hoch. Ja, das ist meine, ja, dass es weitergeht. Ich glaube, ihr habt auch diese helle Farbe gewählt, um einfach das Raumgefühl nochmal zu erweitern, oder? Genau, wir haben jetzt hier bewusst eine etwas hellere Farbgebung, ist aber auf Kundenwunsch natürlich alles möglich. Aha, okay, an Farben. Also Rot ist natürlich sehr gewagt. Vielleicht ist das nicht jedermanns Fall, das heißt, ihr könntet auch Grün, Blau, Grau, alles Mögliche. Das, genau, nach Wunsch. Ne? Okay. Könnte ich da auch sagen, ich hätte gerne Stoff anstatt Leder, das ist alles offen, genau. Okay, also falls euch das Design nicht gefällt, gar kein Problem, auch das ist anpassbar. Ich kann es mal kurz zeigen, dann muss ich einmal an die Schublade ran. Also es gibt sehr viele verschiedene Dekore, die man da nutzen kann. Und wenn man sich hier mal so Muster anschaut, cool. Dann kann ich also auch eine komplett andere Wirkung erzeugen. Oh, das ist ja wirklich was ganz anderes dann, ja. Wenn ich jetzt hier so eine Optik nehme oder auch für die Front eine ganz andere Optik nehme, dann habe ich natürlich eine ganz... Auch das ist möglich. Das ist auch genauso möglich, ja. Also wir konstruieren das alles in 3D, den kompletten Innenausbau. Und dann wird das CNC gefräst, bearbeitet beim Möbelwerk. Man sieht hier, das ist alles aus Multiplexplatten hergestellt. Das ist also optisch, sieht es wie eine Küche aus, aber vom Material hat es im Prinzip nichts damit zu tun. Mhm. Und dann wird das beschichtet nach Kundenwunsch, was da von der Optik her sozusagen mal gewünscht ist. Ey, es ist Hammer. Also das ist dieses Fenster allein schon. Das sieht aus wie zu Hause. Die Küche ist so groß wie zu Hause. Also das hat eigentlich gar nichts mehr mit Camping zu tun dann, oder? Überhaupt nicht. Also mir gefällt auch die Raumaufteilung sehr gut, muss ich sagen. Aber dadurch, dass wir halt so einen riesigen Aufsatz haben, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ja. Wie ist es denn hier mit dem Grundriss? Also manche sind ja vielleicht doch nicht so ein Fan von Querbetten. Wäre das auch möglich, einen anderen Grundriss zu machen? Oder sagt ihr, nee, wir sind ein Fan von dem, wir machen es genauso? Wir arbeiten ja nach Kundenwunsch auch. Das heißt, wir haben auch Längsgrundrisse, die wir dann haben. Das hängt dann immer davon ab, was für eine Kabinenlänge habe ich. Wenn ich jetzt längs habe, habe ich natürlich vorne etwas weniger Platz. Mhm. Ne? Aber das ist dann je nachdem, was der Kunde möchte, haben wir da auch Längsgrundrisse und können dann auch da auf Kundenwunsch das anders gestalten. Aber die Länge der Aufsatzkabine bleibt ja gleich, oder? Die bleibt ähnlich, sag ich mal. Okay. Man kann natürlich jetzt hier, wenn man jetzt noch einen größeren Radstand nimmt, dann könnte man auch die Kabine etwas länger machen. Wir haben jetzt eine Länge von 5500 mm und man könnte noch bis knapp 6 Meter sozusagen Kabinenlänge rausgehen. Okay, verstehe. Aber ich muss jetzt nochmal zurück zur Küche kommen, weil es ist einfach so eine Fläche hier und ein ganz normaler, oder was heißt ein ganz normaler Bosch-Herd? Ist das ein Induktionsherd oder was ist das für ein Herd? Das ist Induktion. Ich hatte ja draußen schon mal gesagt, dass wir hier Solar auf dem Dach haben, 1800 Watt. Und das ist jetzt hier ein Bosch-Induktionsherd aus der Haushaltstechnik. Nicht schlecht. Auch ein super großes, geräumiges Waschbecken mit Haushaltsarmaturen auch. Und schöne Belichtung, das Fenster allein schon ist riesig und ja, man möchte ja auch da, wo man dann steht, viel Ausblick haben, oder? Ihr habt rundum Fenster. Richtig, wir haben sehr viele Fenster hier oder Fensterflächen, offenen Blick und haben hier direkt an der Dinette praktisch auch ein sehr großes Fenster, damit, wenn man jetzt sitzt, dort so einen Panoramablick hat. Ich stelle mir gerade vor, man sitzt in Marokko
Ja. Und guckt aus dem Fenster raus, ja. Irgendwelche Tiere, ja. Vor allem, wenn man morgens frühstückt zum Beispiel. Ja. Genau, Vorteil hier ist, gegenüber so einer Panoramaklappe ist hier der Vorteil. Ich kann auch hier dann entsprechend Mückengitter über die komplette Fläche dann davor machen. Ja, das ist ja auch so ein Thema, genau. Moskitos und so. Jetzt mal eine Frage. Wenn das zum Beispiel auch für so Touren zum Beispiel in südlicheren Ländern gedacht ist, wie ist denn das mit der Klimaanlage? Es gibt hier eine interessante Klimaanlage, Frage. Die läuft auch gerade. Das ist hier, sind hier oben die Ausströmer. Generell sind wir hier, haben wir hier eine Wärmedämmung von 60 mm außen an den Außenwänden und 80 mm im Boden. Okay. Und ist das dann GFK? Was ist das für ein Material? Genau, wir haben hier GFK-Material. Okay. Und wenn ich jetzt total gut darauf aufpasse, dass mein, der Aufsatz zum Beispiel halt gegen das Sonnenlicht am Tage zum Beispiel geschützt ist und ich lasse die Klimaanlage laufen und ich habe so 50 Grad draußen. Wie schafft er das? Irgendwo gibt es immer Grenzen. Ja. Also wenn das sind, ich weiß ja nicht, wie viel er runterkühlen könnte. Ja. Also ich sag mal, wenn es jetzt Tag und Nacht natürlich heiß ist draußen, wird es irgendwann innen auch heiß werden. Ne? Hm. Und das ist natürlich immer nur begrenzt, dass man einige Grad runterkühlen kann. Ne? Aber wie gesagt, dann letztlich kann man sich auch in den Schatten stellen, kann es auch als Belüftung nutzen. Mhm. Ja. Wenn die Batterien voll sind, kann man sich auch in den Schatten stellen. Genau. Ja, okay, habe ich verstanden. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wo ist der Kühlschrank? Jan, hast du ihn schon entdeckt? Genau, ich wollte auch noch ganz kurz den schönen Ofen zeigen. Ja. Das ist ja auch im Prinzip wie im normalen Haushalt. Absolut. Nicht klein. Ein Bosch. Ist definitiv alles so ausgelegt, dass man länger sich irgendwo aufhalten kann, ohne dass man... Am besten gefällt mir die Spracheinstellung in Arabisch. Ja, da hat schon jemand dran gespielt hier beim Besichtigen. Ja, und ist das der Kühlschrank? Ich glaube nicht. Das ist jetzt ein Stauraum. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe ihn schon gesehen, deswegen ich weiß ich auch. Okay. So, dann zeigen wir das auch gerade mal noch. Also das ist auf jeden Fall ausgelegt für längere Reisen, das sieht man schon, weil Stauraum also ist auf jeden vorhanden. Hier sieht man es jetzt mal, wo es wirklich frei ist. Ne? Ist das als Kleiderschrank gedacht? Das könnte man auch, wenn man das weglässt, hier als Kleiderschrank nutzen. Wir haben allerdings auch hinter dem Bett, ist am Kopfende nochmal ein Schrank, der auch bis zur Matratzenunterkante runtergeht. Mhm. Wollen wir das, jetzt machen wir wieder alles kreuz und quer, gell? Ja, sollen wir das mal zeigen? Ja, sehr gerne. Okay, Moment, dann muss ich mal. Darf ich mit den Schuhen da drauf auf das Polster oder eher nicht? Ja, ich kann auch da vorne nochmal einen Tritt ausklappen. Ah, ja, dann machen wir doch das lieber. Jan, geh mal ein Stück zur Seite. Ja. Zeig uns mal, wie das funktioniert. Oder erklär's mir, ich kann es auch probieren. Einfach von unten diese Seitenwand an der, da unten hochziehen, nach ganz oben. Und das hält mich aus? Ja, das hält 200 Kilogramm. Oh ja, dann sollte das reichen. Okay, ich zeig das mal gerade. Ganz bequemer Einstieg jetzt hier ins Bett. Und. So, hier sehen wir jetzt ein paar Schränke. Ich mache das mal exemplarisch auf. Also da ist schon, da geht schon einiges rein. Und welchen Schrank hast du jetzt gemeint? Hinter den hier auf der Seite? Genau, da sind die sind etwas tiefer dann. Ach, ja. Ah, okay. Ich sehe es, es geht jetzt runter. Gut, das sind sehr große Kissen hier. Genau. Ah, okay. Also ich weiß nicht, schon sieht man das? Geht's dann noch runter, ein Stück genau. Mit der Kamera, genau. Ah ja, genau. Also da geht's ganz schön runter. Hier unten noch ein Ablagefächer und in der Lampe USB-Ladedosen. Aber das ist ja eigentlich alles auf Kundenwunsch, oder? Möglich wie ja, Schränke absolut, und so weiter. Absolut. Da kommen natürlich dann nochmal Einlegeböden rein. Genau. Ja, also das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht dieses Fahrzeug so ganz genau zeigen, weil man kann es sowieso ändern, wie man es haben will. Also wenn euch jetzt irgendwas nicht so gefallen sollte. Gar kein Problem. Da drüben ist nochmal ein Kissen, das heißt, das kann man hier auch nochmal hier drauflegen als Zusatzsitz. Oder eben hier drauf, wenn man das runterlässt und als Bett nutzt. Wie viele Personen dürfen hier mitfahren? Nur zwei, oder? Also das ist hier ein Zwei-Personen-Grundriss. In diesem Fahrzeug oder im Iveco könnten maximal drei Personen mitfahren. Ne, wenn man eine andere Konfiguration vorne hat, dass man vorne noch mal einen zusätzlichen Sitz hat. Weil hier darf man nicht sitzen während der Fahrt, richtig? Hier darf man so jetzt nicht sitzen. Ja. Man könnte hier Gurte anbauen, dann braucht man auch eine Sicht- und Sprechverbindung nach vorne. Also müsste dann über das Kamera. Das ist das Problem. Und, genau. Verstehe. Ja klar, im Wohnwagen kann man auch nicht sitzen, obwohl da genug Sitzplätze wären. Ne? Darf man auch nicht. Nicht. Genau. Ja, genau. Man könnte es, aber man darf es nicht. Genau. So, jetzt Jan, wo ist der Kühlschrank? Da ist der Kühlschrank, genau. Wir haben es aufgedeckt. Zeig doch mal.
Doch, der geht von beiden Seiten, oder? Ja, man muss halt hier ein bisschen. Achso, machen wir mal so rum. Ja, der ist gesperrt hier, der Seite. Okay. Die sperren sich immer gegenseitig, also die eine Seite nicht richtig eingerastet ist, ach, okay, dann kann man auf der anderen nicht öffnen. Das macht schon Sinn, ja. Ja, genau. Aber grundsätzlich von beiden Seiten. Ja. Sehr schön. Wenn wir das jetzt richtig schließen, dann müsste auch von der anderen Seite aufgehen. Okay. Probieren wir es doch gerade mal. Genau, wenn man jetzt richtig schließt, dann sollte auch hier aufgehen. Ja. Also ist nicht kaputt. Was ich auch sehr schön finde, ist die Garderobe hier am Anfang, weil man kommt ja vielleicht mal rein, hat Sand oder es hat eine dreckige oder nasse Jacke vielleicht, genau, kann sie da hinhängen. Gibt es denn hier noch die Möglichkeit für Schuhe? Hier ist nochmal genau ein kleiner Schuhschrank. Okay. Ja. Ja. Hier so das, was man täglich nutzt, dann Schuhe reinbringt. Und jetzt ist die große Frage, nee, warte, wir zeigen erstmal nochmal diese Schränke hier. Da hätte ich dann wahrscheinlich auch noch, ach okay, das ist die ganze Technik. Hier ist so die Technik drin. Oh, da kommt man aber auch sehr gut dran, oder? Sehr gut. Also ja, das ist ja mal aufgeräumt. So, dass das eben sehr gut zugänglich ist. Man könnte jetzt hier noch ein Gitter reinbauen, zum Beispiel, um hier das nochmal auch als Schuhschrank oder so zu nutzen. Ja. Also ich alles redundant ausgeführt. Das heißt, hier die Laderegler sind doppelt vorhanden vom Solar. Wenn also jetzt einer ausfällt, könnte man das auf den anderen draufstecken und hätte dann immer noch die volle Leistung. Okay, jetzt zeig uns doch gerade mal, was kann ich mit diesem Panel bedienen? Mit dem Panel? Ja, schauen wir mal. Also im Prinzip kann ich viel sehen. Also ich sehe jetzt hier den Ladezustand. Theoretisch die Uhrzeit, das ist jetzt hier wohl eine andere Zeitzone drin. Ich kann hier die sehen, was jetzt hier verbraucht wird an Strom. Was so theoretisch hier genutzt wird, dass ich hier 220 Volt ausmachen könnte oder ausschalten. Und ist jetzt hier, also von Victron Energy sehe ich hier gerade am Rand. Genau. Und ist jetzt dahinter einfach nur die Technik, dass man auch nochmal drankommt oder ist dahinter? Dahinter ist jetzt, sind jetzt 220 Volt Sicherung und so weiter. Und, das ist jetzt, und hier kann ich, wie gesagt, jetzt kann ich auch auf nur laden, auf an oder nur laden stellen. Dann würde jetzt nur geladen und würde jetzt keine 220 Volt zur Verfügung gestellt. Und hier könnte ich eben jetzt noch diese Stromgrenze einstellen, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo jetzt weniger Leistung zur Verfügung steht. Dann kann ich das da auf 10 oder 8 Ampere oder 6 Ampere runterstellen. Das also das so heißt, es ist halt abhängig von dem Land, wo ich bin? Oder von den Anschlüssen? Von den Anschlüssen, genau. Okay. Also es gibt eben Länder oder Regionen, wo die Bereitschaft sehr knapp ist, da hat man nur 6 Ampere zur Verfügung. Und dann kann ich das hier umstellen. Sonst fliegt die Sicherung raus und dann kann ich das hier umstellen. Verstehe. Das ist also, ihr habt euch auf jeden Fall gedacht, es ist für sämtliche Länder geeignet. Genau, das muss man machen, damit man da nicht die Sicherung dann zum Rausfliegen kommt. Ja, das wäre echt blöd, wenn man dann ständig da steht, oh, schon wieder Sicherung raus. Okay, so, jetzt fragt sich der ein oder andere, was verbirgt sich hinter dieser Tür? Ihr habt das Fahrzeug schon mal bei German Television gezeigt und da war das hier noch nicht fertig, richtig? Da war der Durchstieg noch nicht geliefert sozusagen, ja, ne, vor der CMT. Und am besten nach außen hier aufmachen. Oder nach hier. Außen? Genau. Dann so, und da verbirgt sich nicht nur der Durchstieg, Platz, sondern, haha. Ja, wir haben jetzt hier im vorderen Bereich die Duschtasse, haben in diesem Bereich auch die Dusche. Das heißt, diesen Boden kann ich nochmal rausnehmen und dann habe ich mehr Stehhöhe? Nein, der Boden, das ist jetzt praktisch so eine Rinne rundherum, wo das Wasser dann abläuft. Ja. Ach so, okay. So schön, ja, wenn man stimmt, nicht so eine Stolperfalle hat. Ja. Genau. Sehr angenehm. Sehr, ja, das hat John am liebsten. Ja. Was für eine Toilette habt ihr hier verbaut? Das ist eine Trockentrenntoilette hier. Okay. Ist auch am einfachsten. Das heißt, ich muss die auch nicht, also ich muss die Kassette nicht entleeren, sondern wie funktioniert das Ganze? Ja, es wird ja sozusagen separiert in den festen Teil hinten, der dann in so einem verrottbaren Beutel gesammelt wird und vorne ein Tank. Und dann kann man das halt separat entsorgen. Und wie lange kann ich das quasi benutzen, ohne das entsorgen zu müssen? Ja, in diesem Fall, bei dieser Toilette, ist es so, dass der Feststoffanteil, das kann man so um die 2 Wochen benutzen. Und vorne den Flüssiganteil muss man aber schon alle 3 Tage sowas auswechseln. Okay. Und das kann ich dann im Restmüll entsorgen oder wie ist das? Wo kann ich das entsorgen, wenn ich jetzt unterwegs bin? Ja, soweit ich weiß, kann man das im Restmüll entsorgen. Ne?
und ansonsten das andere dann im entsprechenden Schwarzwasserbehälter. Okay. So, scheint schon mal alles. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Sag uns mal, was du siehst. Hier gibt es nochmal 5 Schränke, genau. Mhm. Jetzt sehe ich hier gerade, was ist denn hier in dem Mischeimer drin? Ist das für die Trockentrenntoilette oder was ist das? Ja, da sind glaube ich noch so ein paar Flocken drin, die man da benutzen kann. Das ist quasi Hamsterstreifen. Genau. Okay. Ansonsten sind jetzt da die Rückwände glaube ich noch nicht komplett verkleidet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Aber auch ein schönes Waschbecken, einen großen Spiegel mit vor allem rundgehender Beleuchtung. Genau, sehr heller Beleuchtung. Hat nicht das Gefühl, dass man hier in irgendeiner Art und Weise einen Abstrich machen müsste. Das ist sehr schön. Mhm. Ja, man kann auch locker hier zu zweit stehen. Genau, du stehst jetzt in der Dusche. Ja. Ich kann doch aufs Klo gehen. Ja. Ob man das will, ist die andere Frage, aber es wäre auf jeden Fall möglich. So, und jetzt sehen wir auch hier. Hier komme ich zu Ohr. Irgendwas piepst da jetzt? Ja, da hat jemand eine Tür aufgemacht. Ach so. Und, weil das Licht an ist, piepst es dann. Ah, okay. Also es fliegt jetzt nicht in die Luft. Keine Sorge. Nein. Also hier ist der Durchstieg zum Fahrerhaus. Das heißt, ich kann halt auch direkt, also ohne irgendwie rausgehen zu müssen, kann ich losfahren, oder? Genau, ich kann hier durchgehen, kann direkt losfahren. Diese Bank hinten bietet sich auch an, wenn man jetzt zum Beispiel Hunde mitführt, dann können die da während der Fahrt sitzen. Das ist schon sehr praktisch. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Okay, ich glaube, wir haben alles gezeigt. Haben wir was vergessen? Du weißt, du kennst das Fahrzeug besser? Ja, die Waschmaschine zum Beispiel. Waschmaschine? Oh, ja, natürlich müssen wir die zeigen. Zeig uns die bitte. Unbedingt. Ach, da haben wir nicht. Wir haben in alle Schränke geguckt, aber da haben wir nicht reingegangen. Ich hätte aber jetzt auch nicht erwartet, dass sich da noch eine Waschmaschine verbirgt. Ja, gut, das ist. Genau, hier haben wir nochmal eine Waschmaschine eingebaut. Vor allem sein Grinsen gerade. Ja, zum Beispiel die Waschmaschine. Sag mal, wenn ich da jetzt sagen würde, ich habe echt keinen Bock zu spülen, gäbe es auch die Möglichkeit, noch eine Spülmaschine einzubauen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. So eine Schubladenspülmaschine oder sowas in der Art. Genau, das geht dann natürlich ein bisschen zulasten des Stauraums, aber. Ja, hier ist aber genügend Stauraum vorhanden. Tatsächlich auch gewünscht, ja. Ja, das denke ich. Das ist spannend. Das ist sogar eine ganz normale Waschmaschine. Oder ist die ist ein bisschen, die ist nicht ganz so tief? Ein bisschen kleiner, die ist 5 Kilo, aber es gibt auch noch kleinere mit 2,5 Kilo, die gängigerweise. Hat schon seine eigene Waschmaschine dabei. Ja, jetzt denkt man sich ja auch, naja, so eine Waschmaschine, die wiegt ja auch einiges, ist hier aber auch kein Problem, oder? Was haben wir an Zuladung? Wir haben noch hier 4 Tonnen Zuladung ungefähr. 4 Tonnen? Also die Waschmaschine ist schon drin, ja? Da ist die schon drin, die ist schon im Leergewicht drin, genau. Cool. Nicht schlecht. Okay, haben wir jetzt alles gesehen? Wahrscheinlich nicht, aber ich denke fast alles, ja. Kann ich die Farbe zum Beispiel auch von dem Licht ändern, wenn ich das wollen würde? Genau, so? Die Farbe kann man überall, bei allen, also wir haben ja hier die... So. Wir haben ja hier praktisch rundherum die indirekte Beleuchtung. Und da kann ich dann auch alle möglichen, alles einstellen wahrscheinlich. Ja, da kann ich mit der App, kann ich dann alles beliebig einstellen. Mal gucken, ob ich das so schnell... Du hast gerade einfach nur an den Schrank gefilmt. Nee, ich habe oben die Beleuchtung. Ach so, genau. Entschuldigung. Okay, du hast deinen Job im Griff. Das heißt, im Prinzip könnte ich wirklich sagen, ich kann hier links und rechts verschiedene Lichter einstellen, verschiedene Farben einstellen. Ja, also ich habe hier jetzt zum Beispiel... Also das Ganze, wir haben noch eine zusätzliche Steuerung, sodass ich übers, alles über übers Handy steuern kann oder übers Handy steuern kann. Und da kann ich dann auch hier reingehen und kann entsprechend die Helligkeiten ändern, zum Beispiel RGB, dann kann ich das zum Beispiel also alles auf Rot umstellen. So, ich mache nochmal gerade noch eine andere Farbe. Was ist gewünscht? Grün. Cool. Jetzt sieht schon kunterbunt aus, ne? Ja. Spannend. Ja, kann das auch als Lauflicht oder so, aber das ist natürlich hier nicht so unbedingt so interessant, sag ich mal. Ja. Okay. Also das kann man theoretisch bei allen Lichtern, die hier sind, machen. Okay. Und wir können auch, wie gesagt, über die App können wir natürlich auch hier Lichter schalten. Das heißt hier in der Küche. Innen drin haben wir hier Beleuchtung, aber die ist auch nicht immer an. Also die muss man nicht immer anlassen. Na gut, klar, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade so viel Sonnenlicht hat, man möchte nicht so viel Strom ausgeben, kann man ja auch die Beleuchtung in den Schränken weglassen. Ja, genau, auf jeden Zum Fall. Beispiel. Die macht man ja nur an, wenn man jetzt hier in der Küche arbeitet. Also die kann man auch dann komplett ausschalten. Ist komplett getrennt immer innen. Aber so viel Individualität im Prinzip, wie man auch seine Lichter einstellen kann, finde ich spannend. Ja. Wahrscheinlich ist genauso so individuell wie das Fahrzeug, so individuell ist auch wahrscheinlich der Preis, oder? Ja, der ist dann natürlich auch individuell. Das heißt, bei diesem Fahrzeug liegen wir im Basispreis bei 370.000.
Und dann je nachdem, was man alles mit reinnimmt, dieses, so wie es hier steht, liegt es bei 420.000, okay, glaube ich. Kann man denn so einen Abpreis sagen? Oder ist das schwierig? So ein was habe ich jetzt nicht. Also ein ab 100.000 oder so? 370.000, ja. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Okay, also egal welches Modell ihr baut, so ab 370 geht es quasi los. Genau, das hängt dann ja auch noch davon ab, was man jetzt für ein Basisfahrzeug haben möchte. Wie gesagt, der Iveco ist so die preiswerteste Variante. Ich kann natürlich auch mit dem Mercedes Arox das bauen. Der ist dann komfortorientierter, hat digitale Displays. Ja. Und ja, das ist alles möglich. Habt ihr denn auch Kunden, die wirklich nur noch hier drin leben? Zumindest über einen gewissen Zeitraum, ja. Okay. Ja. Und der wäre dann ungefähr? Über Monate oder Jahre, sag ich mal. Okay. Also es gibt Kunden, die tatsächlich ihr Haus dann auch verkaufen. Aha. Und sagen, sie fahren dann jetzt erstmal los über einen gewissen Zeitraum. Ja. Und wenn man dann irgendwann zurückkommt und nicht mehr fahren möchte, dann verkauft man das Fahrzeug möglicherweise wieder und kauft sich ein anderes Haus, vielleicht kleinerem Garten oder was auch immer. Okay. Wie viele Fahrzeuge von euch sind denn jetzt schon auf der Straße? Also ich habe ja gesagt, dass wir jetzt vor 2 Jahren angefangen sind. Wir haben privat schon gebaut, sodass im Moment 2 Fahrzeuge auf der Straße sind. Aber einige jetzt noch dazukommen, die jetzt gerade aufgebaut werden. Ja. Natürlich war mir klar, dass du jetzt nicht sagst, es sind Hunderte, weil das dauert ja auch eine Zeit, bis man sowas baut. Und ihr habt aber mit Sicherheit ganz, ganz viele Fans. Also, und vielleicht kommen jetzt noch ein paar dazu. Wir gehen noch mal raus. Falls, haben wir jetzt alles gesehen? Ich frage mal 5 Mal. 90% gesehen, gut. Ja. Okay, wir gehen mal raus, weil sonst sprengen wir wahrscheinlich die Stunde. Und die Frau steht auch noch da. Stell dich auch mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du? Oh, hallo, ich bin Susanne. Die Frau, richtig? Wenn die Frau, okay. Ich bin die Frau von dem Wolf, ja. Er ist auf jeden Fall mit Leidenschaft dabei, oder? Auch ein Tüftler. Ja, auf jeden Fall. Und du hast auch die Begeisterung an den Fahrzeugen gefunden? Habe ich auch. Als wir privat damit angefangen haben, hatte ich vorher nichts damit zu tun. Mhm. Aber das ist dann durch ihn immer mehr gewachsen. Toll. Also, sag auch noch mal ganz kurz deinen Namen und deine Firma, bitte. Ja, Rolf Engelsberg, Firma Kaschmir Overlander, www.kaschmir-overlander.de. Tolles Fahrzeug, was sehr individuell einsetzbar ist und auch konfiguriert werden kann. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und ja, ich bin begeistert. Ja, vielen Dank auch. Dankeschön. Danke.